Ich habe natürlich die deutsche Politik und die Wirtschaftsentwicklung schon immer verfolgt, weil zu meiner Jugendzeit war Deutschland das Wirtschaftswunder eigentlich in der Welt und eine unglaubliche Dynamik herrschte in der Wirtschaft und der Wiederaufbau nach dem Krieg war natürlich unglaublich erstaunlich in der Produktivität und Intensität der Volkswirtschaft. Was passiert ist in den letzten 10, 12 Jahren, ist oft, dass Geld von Europa und Asien nach Amerika sich verschoben hat und die amerikanische Börse sehr stark nach oben gedrückt hat. Wobei man unterscheiden muss, wenn man den Index anschaut, wie ist der Index gestiegen? Theoretisch kann ein Index, ein Börsenindex steigen, dadurch, dass nur eine Aktie sehr stark steigt und die anderen bewegen sich seitwärts oder leicht nach unten. Und das ist in Amerika passiert. Es gibt, sagen wir, 10 bis 20 Werte, Halbleiter und eben diese Fang- und verwandte Aktien, Nvidia und Amazon und Facebook und Google und so weiter, die waren sehr stark. Aber der breite Markt hat sich kaum bewegt. Und das ist auch in Deutschland der Fall gewesen, dass einige Aktien stark gestiegen sind und die meisten anderen haben sich kaum bewegt. Also zum Beispiel, schauen Sie die Finanzwerte an. Viele Finanzwerte in Europa sind immer noch tiefer als im Jahre 1998 oder tiefer als im Jahre 2007 und so weiter. Und die Gewinnblitzfallstudie. Wie ein unbekannter Unternehmer in nur einem Monat seinen Gewinn verdoppelte. Nur für Unternehmer. Klicken, E-Mail eintragen, sofort ansehen. Und die europäischen Börsen, die kann man zusammenfassen im Eurostoxx-Index. Das ist ein Index von der 50 größten Firmen. Und wenn man den relativen Vergleich zum S&P 500 in Amerika, dann ist der Eurostoxx-Index unglaublich gefallen, relativ zum S&P in den letzten 12 Jahren. Und ich denke, dass jetzt die Aktien in Europa eher steigen werden, weil ob sie Sozialismus oder Kapitalismus haben in einer Wirtschaft, insbesondere unter Sozialismus steigen Aktien ziemlich stark, weil die wirtschaftspolitischen Maßnahmen bevorzugen große Firmen und bevorzugen Unternehmensgewinne auf Kosten der Bevölkerung, die eigentlich einen tieferen Lebensstandard erreicht, weil die Kosten stärker steigen, die Lebenskosten steigen stärker als die Löhne. Das ist also in Europa ganz deutlich passiert und auch in Deutschland. Und ich meine, ich muss da also wirklich betonen, die deutsche Wirtschaft war eine vorbildliche Wirtschaft, wie jetzt wohl ungefähr der Zeit, wo die Sozialisten und die Grünkommunisten das Land in die Hand gekriegt haben. Und seit dieser Politik, besonders unter Scholz, Habeck, Baerbock und so weiter, ist alles ein komplettes Desaster geworden für Deutschland. Man hat wirtschaftspolitische Maßnahmen, die funktioniert haben, relativ, ersetzt durch ideologische Prinzipien, die für die Wirtschaft höchst, und ich betone, höchst schädlich waren und den Lebensstandard des deutschen Arbeiters und der Mittelklasse deutlicher gesenkt haben, als was die Regierung uns vorschwätzt. Der Rutsch nach links in ganz Europa weitgehend von den Vereinigten Staaten gesteuert wurde. Und ich bin also überzeugt, zum Beispiel jetzt kürzlich hat es große Demonstrationen gegen die AfD gegeben und so weiter. Das wird weitgehend finanziert von
Institutionen, die Geld aus Amerika kriegen, um Änderungen nach links zu bringen. Und ich wäre also da ganz vorsichtig und ich würde da eher zur Ansicht gewisser Politiker in anderen Ländern lehnen. Derartige Stiftungen, die aus Amerika finanziert werden, würde ich eigentlich ausweisen aus meinem Land. Und ich weiß das ganz genau, weil vor 3-4 Jahren hatten wir Demonstrationen in Hongkong. Und man fragt sich natürlich, wer dahinter stand. Nun ist es ganz genau erwiesen worden, dass hinter diesen Aufständen der Organisation, der Finanzen und so weiter amerikanische NGOs, also Wohltätigkeitsorganisationen, die allerdings von der CIA und FBI und vom Staat in Amerika finanziert wurden. Und ich weiß das ziemlich genau, weil ich der Trustee war der Kinder von einem dieser Demonstrationsanführer, dem Jimmy Lai, der im Gefängnis sitzt im Moment. Und die Chinesen haben dann also listig reagiert und aufgrund dieser Demonstrationen wurden dann sichere oder also ziemlich strenge Rechtsvorschriften vorgenommen, um eben solche Demonstrationen, die zur Instabilität der Region führen, zu verbieten. Die heißen die Security Laws. Mhm. China sprach nie davon, aber nach den Demonstrationen haben sie das eingeführt. Das ist das Resultat. Und schauen Sie, wer sich auf die Vereinigten Staaten verlässt, der kriegt zwar Geld ins Portemonnaie, persönlich auch, unter dem Tisch und überall und zum Teil den ganzen Tisch, wie in Ukraine bekannt ist. Aber es schadet dem Volk sehr stark. Und anstatt billiges Öl und billiges Naturgas aus Russland zu beziehen, und Russland hatte nie ein Problem mit Deutschland, außer nach dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt müssen sie es beziehen von Amerika und das ist unzuverlässig und teurer. Und die Grünen-Kommunisten haben dann noch den dummen Gedanken, dass man ganz Deutschland die Energie versorgen könnte mit Windmühlen. Das ist der beste Witz. Das wenigst produktivste Energiequelle sind Windmühlen. Die kosten viel mehr, als sie je Energie erzeugen werden. Und sind natürlich nicht umweltfreundlich. Aber das sind eben die grünen Kommunisten. Das ist eine Ideologie, das ist eine Sekte. Das ist keine Partei, die effizient die Wirtschaft führen möchte. Gar nicht. Es geht um ihre Macht. Und ihre Macht ist intolerant. Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es zwei große Favoriten. Und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer 1. Sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt, extrem überteuert. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel Werte von A nach B transportieren wollen? Im Extremfall vielleicht sogar müssen. 1 Million in Gold sind ungefähr 27 Kilogramm. Haben Sie schon mal 27 Kilogramm in einem schweren Rucksack über längere Zeit getragen? Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen? Wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute
nicht so einfach 1 Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Und über 30 Jahre hinweg mussten dann die Besitzer dieser Immobilien über eine erhöhte Grundsteuer das Geld zurückbezahlen. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.